Servus und herzlich willkommen wieder zurück zu Odyssey im Auftrag des Königs. Wir hatten ja hier ein paar Goblins getötet, beziehungsweise ich. Und es gibt sozusagen ein Getränk, welches da heißt Schneller Hering. Gucke ich im Inventar nach, sehe ich nur Seemannsgrog, weißen Rum, sieht gefährlich aus und das war es eigentlich schon an den Getränken. Ach ja, hier und noch Halbers Rum, richtig. Und ansonsten finde ich kein weiteres Getränk, welches da heißt Schneller Hering. Gut, das ist jetzt nur so eine Information meinerseits. Wir befinden uns bei den Piraten-Gobos und ich muss mal gucken, ob wir da weiterkommen können. Und wir haben es auch geschafft, in der Höhle die Piraten zu natzen. Doch, was hat es mit den Klumpen auf sich? Also die Aquamarinklumpen. Ich gehe davon aus, und ihr wahrscheinlich auch, dass man die schürfen kann. Ne? Nicht schlürfen, schürfen. Wo war zum Beispiel der erste? Ja, gut, okay. Ich gehe mal wieder ganz zurück, um von vorne anzufangen. Also beziehungsweise hier am Höhleneingang. Denn da war doch schon was, genau richtig. Auf der ersten linken Seite. Einfach mal hacken. Ein Aquamarinbrötchen. Gut, okay, das werde ich dann einfach mal machen. Und mal gucken, eigene Fähigkeiten prüfen, blutige Anfänger. Mhm. Also je nachdem, welches Kristall oder welcher Rohstoff gehackt wird, es fängt immer mit den Erfahrungen von vorne an. Das ist ja auch sinnig und logisch. Ja, gesteigert. Ja, und dann werde ich die hier einfach mal durchhacken und dann sehen wir uns nachher am Ende der Höhle wieder. Und dann geht's weiter mit den Piraten-Goblins. So, dann ist der letzte Brocken, den ich gehackt habe und bin zum ganz passablen Schürfer aufgestiegen in Sachen Aquamarin. Aquamarin. Ja. Und hier dämmert schon. Nee, es dämmert gen Nacht. Schauen wir erstmal, was wir hier in der Ecke finden können. Hier sind ja die Flöße und da sind auch ein paar Goblinchen. Und hier gibt es Wasser. Oh, hier gibt es jede Menge. Dietrich. Aha, klar. Schneller Hering, da ist er wieder. Wo wird er hier angezeigt? So, das ist wahrscheinlich hier, weißer Rum. Weil vorhin stand noch eine 3. Und jetzt ist es 4 geworden. Ja, bevor ich angreife, natürlich wieder ein bisschen speichern, da angegriffen werde. Und hier ist eine Banane. Oh, Banane. I call bananas to the beat. Na, da kommt schon der erste auf mich zu. Ah, hat nicht geklappt mit dem Seitenausfallschritt. Oh, Mann, no! Na, nochmal versuchen. Los, komm. Und hämmer nicht so blöd auf dem Boden rum. Also, ich habe einen ganz kleinen Seitenausfallschritt gemacht. Das hat wohl auch in der Art und Weise funktioniert oder es war ein dummer Zufall. Hier haben wir natürlich mehrere, die kommen natürlich alle auf mich zu. Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht an der Stelle diesen einzelnen noch herholen können. Ja, das tut's auch. Und der Kleine da hinten kommt auch noch mit. Ah, da hinten ist ein Floß. Ah, der haut ab, der Einzelne. Okay. Hat ein bisschen geklappt. Oh, die haben natürlich alles schönes Gold dabei. Erstmal was essen. Dann eine dampfen. Dann mal was trinken. Mal gucken. Und weißen Rum. Oh, der haut rein.
Hier liegt was. Noch einen schnellen Hering. Ja, hier gibt es ein Floß. Was ist los auf dem Floß? Oh, da hinten auf dem Floß ist auch noch einer. So, ach ja, richtig. Immer wieder hier den Bogen spannen. Nehmen wir erstmal einen geschärften Pfeil. Und dann schauen wir mal. Oh, der ist langsam. Das ist ja ein gutes Ziel. Ja, wunderbar. Ja, und die anderen, die sind unterhalb des Floßes. Na? Hm. Ah, man könnte auch... Hier sind immer so unwirsch. Hier ist eine große Lücke. Mal gucken, vielleicht kommen die... Vielleicht kann ich die durch die Lücke... Ja, zum Beispiel ihn hier. Mal gucken, vielleicht treffe ich eine... Nee. Treffe ich nicht. Das sind also zwei, oder? Ich habe doch noch eine Chance. Ach, das ist immer sehr tactile hier. Oh. Oder ich werde sie doch mal... Weißt du was? Ich springe einfach diesen Floß hier. Oh, Quest Piratengoblins. Na, da muss ich erstmal später gucken. Ah, das ist gut. Richtig, auf dem Weg zum anderen Floß. Super. Altes Entermesserchen und ein Goblin Pirat. Da ist, oh, da ist auch einer. Mhm. Oh, warte mal, erstmal speichern. Na? Ah, da ist er. Ah, jetzt bin ich hier im Wartmodus. Hey! Was machst du denn da? Du sollst nicht baden. Du sollst mich angreifen. Unterm Floß gekillt. So geht's auch. So, den haben wir ja, glaube ich. Dann hier den hier noch. Ja, das sieht doch gut aus. Dann gleich mal gucken, was im Logbuch steht, weil da habe ich jetzt... Wird bestimmt stehen, ich habe jetzt hier die Piratengoblins gefunden. So. Aha, okay. Da steht noch einer abseits. Er hat schon seinen Knüppel gezogen. Und will mir wohl einen überziehen. Aha. Ah, das ist natürlich... Es hat schon zum zweiten Mal geklappt, dass ich meinen leichten Ausfallschritt gemacht habe und dann ihn einen über die Rübe zirbelte. So, wie viele sind es denn da noch? Ich sehe drei. Okay. Könnte hakelig werden. Ah, nee, doch nicht. Er kommt. Mist, das war zu spät. Ach, jetzt kommt noch einer an. Na, super geil. Okay, dann werden wir mal hier noch einen Pfeil holen. Ich habe noch 22 normale Pfeile. Das könnte... Oh, oh, ach so, deswegen. Goblin Piraten Boss. Ja, deswegen, Hümer. Ach, dann hole ich die mir hier ans Floß. Ey, ihr Spackos. Oder? Oder kann ich von hier erstmal gucken? Kann sein, dass sie hier hochklettern. Okay, bis jetzt ist noch eigentlich alles smooth. Okay. Herzlichsten Dank. Gucken, was der Goblin-Boss hat. Oh, ich dachte, er hätte mal ein bisschen mehr. Nicht zu plündern. Okay, haben wir sie alle. Ich dachte, er hätte ein bisschen mehr irgendwie auch. Ah, hier gibt es Tränke. Mana-Extrakt. Exakt, Extrakt der Heilung und eine Kiste mit Proviant.
Dann gucken wir uns doch mal, wie die dargestellt wird. Ich habe eine neue Version von Gothic drauf, eine neue Testversion. Ich guck mal. Alles klar, 3 Flaschen Wacholder, 5 Bier, 3 Flaschen Wasser, 1 Brot, 1 Schinken. Das ist gut, das ist sehr nahrhaft. An der Stelle mal wieder ein kurzes Speichermedium machen. Und dann gucken wir uns mal im Logbuch an, was sie denn sagen. Der Chronist aus Condera hatte mit seiner Vermutung recht. Die Goblins haben tatsächlich mit mehreren Flößen Condera verlassen. 2 der Flöße, die von den Piraten-Goblins gebaut wurden, habe ich an einer versteckten Küste auf Tamora gefunden. Ja, was heißt das also? Es gibt natürlich noch mehrere Piraten-Goblins. Kann das auch sein, dass sie irgendwo in anderen Inseln noch ihr Unwesen treiben? Man weiß es nicht. Was mag wohl dahinter stecken? Ja, Dann gucken wir mal weiter. Wir müssen ja noch den Berthold besuchen. Und zwar auf dem alten Friedhof. Na, wo ist denn der wieder? Ja, das heißt erstmal Orientierung auf der Karte finden. Ja, ich befinde... Ah, da oben ist der alte Steinkreis direkt unter mir. Der alte Friedhof ist natürlich wieder gegenüber. Ein Teleportstein dazu habe ich nicht. Jedenfalls, ich habe noch keinen gefunden dort. Das heißt, ich muss da rüber wandern. Und sehen, wie ich zum alten Friedhof komme. Jetzt aber nochmal hier ein bisschen weiter suchen. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich am alten Friedhof eine völlig andere Ecke oder völlig ausgelassen habe, die Ecke. Und zwar da, wo noch die Mumien sind, oder die Zombies besser gesagt. Also hier wird nichts mehr sein. Ja, liebe Leute, dann werde ich dann einblenden, wenn ich beim alten Friedhof angekommen bin. Aber zuerst ein bisschen hier am Lagerfeuer sich aufwärmen. Ja, hier geht's zum alten Friedhof. Also sind wir auf der richtigen Spur. Ich habe mal ab und zu meine Karte benutzt. Die ich jetzt mal wieder benutzen muss. Richtig, ich muss ja hier übers Flüsschen. Mal den. Oh, jetzt ist mir aber. Ja gut, okay. Am Wasser ist ein bisschen hakelig. Jetzt ist mir die Fackel ausgegangen. Ja, klar, logisch. Sehr sinnig. Wasser löscht. Wilde Hornissen. Alles klar. Das sind doch so liebe Tiere. Ja, die Hornissen machen eigentlich gar nichts. Es sei denn, man provoziert die. So, ich hoffe, dass ich dann weiteren Handweiser finde zum alten Friedhof. Denn ich war ja auch da nur ein oder zweimal und wir finden einen rostigen Zweihänder. So, so wie es aussieht, müsste ich ja sozusagen kurz davor sein. Und dann werden wir als erstes mal die... Genau, hier sind wir. Es ist soweit. Da hinten sind nämlich noch Zombies. Die möchte ich doch noch ganz gerne noch mal ein bisschen ablaschen. Nachdem ich ein bisschen was getrunken habe. Und gespeichert natürlich. Ja, das ist natürlich wieder schön. Es ist Nacht. Und die Zombies kommen auf mich zu. Oha, vielleicht 2 Stück. Ich habe ja eine gesegnete Klinge jetzt. Oh, der hat mich genutzt. Ja, super, klasse. Dann versuchen wir mal was. Das sind 2er. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nicht aufgenommen habe. Ich habe die nämlich hier auch schon eliminiert gehabt eben. Ich kann jetzt auch spoilern, aber mache ich nicht. Na komm, rüber. Kletter rüber. So, ein bisschen Abstand zum anderen Zombie. Und auf den Zombie so weit einhacken, ihn gegen die Wand oder gegen irgendein Hindernis drücken und ihm die Seele aus dem Leib prügeln. So wie hier. Dem Zombie kann man nichts erwarten. Der nächste kommt bestimmt.
Da ist er schon. Ah, da ist er noch einer. Nein, 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 nein. Mist, 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 Mist. Hoffentlich kommt er mir jetzt nicht gerade von rechts entgegen. Gucken wir mal an. Ne, der bleibt da, wo er ist. Und er hat jetzt irgendwelche Schüttellähmung. Oh, das war knapp. Ah, ich brauche bessere... Schnellere Schläge, meine ich. Bessere und schnellere Schläge. Okay. Oh, da ist er. Mhm. Okay. Ah, dann haben wir die Zeit. Den kann man noch... Ach, ohne abspeichern, hoffe ich. Yep, das könnte gut gehen. Ja. Ist eigentlich kein Thema. Ist eigentlich kein Thema. Da hinten links ist eine Höhle. Warum laufe ich jetzt hier rum? Ach ja, richtig. Wegen des Baumstammes. Oh, da ist ja noch einer drin. Fleischpflanze, die machen wir auch mal. Nehmen wir mal eben weg. Das machen wir mal ganz geschwind mit dem Höhlenzombie hier. Läuft. Läuft. Jawohl. Ach, schade. Da spritzte nämlich so ein grünes Zeug aus seinem Kopf oder aus seinem Mund. Was natürlich auch, finde ich, eine schöne Animation ist. So, und da hatten wir, hatten wir gerade eben einen Teleport, Heinz, gehabt. Also einen Teleport. Ach ja, und zwar den Teleport zum alten Friedhof. Den setze ich mir mal dann auf die 9. Und dann gucken wir mal, wo wir dann importiert werden. Genau, an einem neutralen Punkt. Das ist auch gut so. Und dann geht es runter zum Stammler. Und soweit ich weiß, dürfte noch ein Skelett unten drin sein. Schauen wir mal. Nein, so meine ich das jetzt nicht. Ja, als letztes habe ich dann den Teleport gezogen. Ja, und da ist er schon. Oh. Ach du liebes Häuschen. Jetzt ist er an der Wand. Er sollte an der Wand stehen bleiben. Ah, da ist er. Ja. Los. Oh, der kann aber gut blocken. Meine Herren, kann der gut blocken. Mir auch kein eine oh, und dann damn, na komm her jetzt, na. Jawohl, gucken ob er hochkommt. Er kommt nicht hoch. Mist. Könnte was werden. Es ist was geworden. Oh, Glück gehabt. Okay. Und wir trinken ein herzhaftes Getränk namens Heiltrank. So, auf zum Stammler. Erlösen wir den Arm. Ihm berichten, dass Abraxas tot ist. Der Zauber ist gebrochen. Abraxas ist tot. Ja, ich fühle es. Endlich bin ich frei.
tun. Ja, und du geisterst schön vor dich rum oder hin. Okay, kommt nichts mehr. Und jetzt? Stammler. Hey, warte mal. Hey, warte mal. Herrlich. Ja, jetzt befinde ich mich hier in so einer Gruft und es stehen Särge, die ich nicht öffnen kann. Mal gucken, von den anderen Seiten her. Hier passiert nichts. Das sind wahrscheinlich nur Flavor-Deko-Särge. Und durch den kann ich durchgehen. Hier wird auch nichts angezeigt. Also gibt es hier nichts zu holen. Aber eine Truhe gibt es hier. Mhm. Ah, ohne Schlüssel zu öffnen. Ein Lederbeutel. Wie bitte? Oh, das ist Geld. Eine Finanzspritze oder was? Wollen wir gleich mal gucken, wie viel wir da bekommen haben. Also ein Lederbeutel. Oha, 238 habe ich jetzt. Jo. Und ihr seht auf der linken Seite, das ist ja in der neuen Version jetzt, dass sich das hochscrollt und dass es einblendet, was wir hier gemacht haben oder was wir hier erbeutet haben. Und das kenne ich aus einer anderen Mod, die das schon ein bisschen länger hat. Und ich muss an der Stelle auch mal einen herzlichen Dank sagen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ich wollte das noch vorschlagen an dem Odyssey Mod Team. Doch ich muss erstmal wieder hier hochkommen. Aber da waren sie auch schon clever genug, dieses hervorragend so einzubinden. Und mittlerweile haben wir einen schönen, schönen Morgen. Und dann speichern wir mal ab. Ja, da wollen wir doch mal gucken. Im Logbuch des Stammlers. Der Zauber ist gebrochen. Berthold, vormals Stammler genannt, ist erlöst. Ich bin gespannt, was der Statthalter hierzu sagt. Also der Statthalter Bruno. Dann gucken wir doch mal, wo wir denn zum Fischerdorf, zur Burg, genau. Auf zu Bruno. Wunderbar. Wo bist du denn, Bruno? Oder bennst du noch? Ja, der wird wahrscheinlich noch schlafen. Aber wo schläft er? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, in der Burg. Kenne ich mich nie aus. Aber wenn wir schon hier sind, mal alles Fleisch braten. Oh, das waren nur zwei Stück. Wo könnte Bruno jetzt schlafen, ist die große Frage. Sonst muss ich eine kleine Überblendung machen. Da hinten geht's raus. Hier geht's. Ach ja, wenn wir schon hier sind. Humbert, aha. Bin ich schon mal durch diese Tür gegangen? Hey du! Hey Humbert! Lass mich bloß in Ruhe. Was mit dem? Okay. Man kann mit ihm durch die Tür sprechen. Und Humbert ist... Was ist denn hier passiert? Humbert ist unsichtbar. Ja, das ist auch ein Rendererfehler. Werde ich mal eben speichern. Und da ist er wieder. Also falls sowas vorkommt, speichern oder wieder neu laden. Also Humbert sitzt irgendwie hier in so einem... Was ist denn das für ein Verschlag hier? Der Arme. Der hat sich eingesperrt. Selbstkasteiung oder was? Sodele. Ach, die Isabelle liegt da rum. Verdammt, was ist los? Ich will hier im Bettchen schlafen. Mit einem schönen Baldachin. So, da brauche ich nicht warten. Da geht es jetzt immer schnurstracks zum Bruno. Wo der schläft, weiß ich noch nicht. Hier rum. So. Bruno! Er hört mich nicht. Er hört mich immer noch nicht. Aber Bruno ist nicht auf seinem Thron, sondern der steht da rum. Ja.
Wegen der Silbermine. Ach, ja, richtig. Er wollte ja Sachen haben. Wegen der Silbermine. Ja, was ist mit der Mine? Sie ist wieder zugänglich. Hier sind die Silberbrocken, die ihr haben wolltet. Sehr gut. Ja, da gibt es noch eine andere Mine, die muss ich auch noch irgendwie erlösen. Und jetzt ist Stammlers Auflösung. Wegen dem Stammler. Ja. Der Zauber ist gebrochen. Der Stammler ist erlöst. Was erzählst du da? Das ist doch ganz unmöglich. Nein, es ist tatsächlich so. Bei Innos. Merkwürdig. Wenn ich dich so betrachte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du die Wahrheit sagst. Nun gut, wenn das so ist, dann sollten die Bewohner von Tamora so schnell wie möglich hierüber benachrichtigt werden. Am besten gehst du in die Taverne und teilst dies dem Wirt mit. Ich bin mir sicher, dass diese Plaudertasche schon dafür sorgen wird, dass diese Nachricht auf der ganzen Insel bekannt wird. Ach ja, bevor ich's vergesse. Deine Belohnung. Ja, herzlich gerne. Und auch herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, es anzusehen. Und in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen für einen Stadtplausch sorgen. Ich sage tschüss, arrivederci und goodbye. Lasst einen Kommentar da und genießt den Tag.